Willkommen zu einem neuen Video von myens.de. Heute auf Sammeltour in Brasilien und ein bisschen erschreckend einfach mal hier, wie es ja auch teilweise manchmal umwelttechnisch aussieht. Ich bin jetzt hier eine Waldstraße entlang gefahren und es geht ja schon mittlerweile über circa 3 Kilometer. An zig Stellen befindet sich hier überall Müll in Massen. Es geht weiter und weiter. Überall hat irgendwie jeder mal sein kleines Häufchen hier abgeladen. Wie gesagt, die Straße hier ungefähr, die eigentlich jetzt hier gefahren bin, ungefähr 3 Kilometer hier, dieser Waldweg. Und es nimmt eigentlich kein Ende tatsächlich. Es scheint hier so eine Art Mülldeponie zu sein für eine Mische. Plastik, alles bis tote Tiere, also Knochenladen da. Hier wird wirklich alles schön entsorgt. Geil. So sieht also Umweltschutz aus. Das ist traurig eigentlich, ja. Brasilien ist ja eigentlich doch schon ein recht modernes Land tatsächlich. Und da erschüttert mich das schon, dass sowas noch machbar ist. Und das scheint ja wirklich gängig zu sein. Die Straße geht weiter und weiter und weiter. Wahrscheinlich gibt es ja vielleicht sogar noch ein paar andere, kleinere, weitere Waldwege, wo das auch hier vonstatten geht. Das ist eigentlich erschreckend. Das zum Thema Umweltschutz ist ja sehr viel abgeholzt, auch in Brasilien. Immer mehr der Landwirtschaft fällt es zu und es kümmert sich kein Mensch drum tatsächlich. Und auch solche Sachen sind einfach erschreckend. Umweltallee. Es ist sehr schade. Deswegen sollte sich der Umweltschutz nicht nur an Deutschland auf unseren Fokus richten, sondern auch im Ausland oder die Handlungsweisen der anderen Länder. Dass man da auch mal ein bisschen hinschaut. Es hilft halt nicht, wenn wir unseren eigenen Fleck zwar auch nur sauber halten und dann im Ausland die ganze Sache ausartet. Ein kleiner Einblick hier im Endeffekt dann von der Sammelreise. Bin hier unterwegs auf Suche nach Ameisen und ja, wie so oft wird man hier einfach erschreckt und ich frage mich, was es soll. Weil ich kapiere halt einfach nicht, warum hier eine Straße ist über mehrere Kilometer und überall wird der Müll einfach abgelegt. Also da sucht sich wahrscheinlich wieder sein eigenes Müllhäufchen hier am Rand. Ich verstehe es nicht. Na gut, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis bald mal wieder. Viele Grüße aus Brasilien. Ciao.